Hi, willkommen zurück bei Patricks Finanzen. Eine Woche gab es kein Update, weil ich war bei meiner zweiten Session beim Zahnarzt in Budapest gewesen. Und da wurden mir die linken beiden weißen Zähne entzogen, nicht gezogen. Und die Schrauben gesetzt für die drei Implantate, die ich dann bekommen werde. Aber da gibt es dann irgendwann ein Video, wenn ich fertig bin. Das muss jetzt wieder erstmal 3, 4 Monate heilen und dann muss ich noch ein bisschen Geld irgendwo verdienen und das auf die Seite legen, damit ich die große Rechnung am Ende zahlen kann, weil das ist so 3 Etappen, ne? Und erste bezahlt, zweite bezahlt und die große dicke Rechnung, die kommt am Ende, wenn natürlich dann die Implantate gesetzt werden. Ne? Aber ja. Aber soweit alles gut gelaufen und ja, ist noch ein bisschen komisch und aber, so. Heute geht es um Einkommen kaufen für 2 Wochen, denn ich habe ein bisschen was geändert. Kalenderwoche 46, Kalenderwoche 47. 47 ist eigentlich jetzt nicht so, weil eigentlich sind die geraden Wochen jetzt in diesem Jahr so gewesen. Ich habe ein paar Sparpläne von einem Broker, bei einem Broker aufgehört und beim anderen Broker gestartet. Ja, und das erzähle ich euch gleich. Also, wir fangen mit der Kalenderwoche 46 an. Und ich habe heute einfach so im Bulk mal einfach, nicht alles Dings, ich lese zwar alles vor, aber ich hau das in einen Bulk rein. Also, schauen wir auf den Bildschirm. Und da haben wir gehabt bei Trading 212 eine neue kleine Position, so eine Spielposition, die werde ich aufbauen. Aber kein Serious Money, was da reingehen wird, so Stand jetzt. Die zahlen zweimal im Jahr, Legal General, ein Wert aus UK, könnt ihr euch mal anschauen. LGEN ist der Ticker, glaube ich, heißt das. Ja, genau, nicht Wegan, sondern Ticker. Und ja, schaut sich an. Zahlen ganz nette Dividende, ihr seht es, 9, irgendwas Prozent. Müssen wir schauen, ob da irgendwas abgezogen wird, aber aus England normalerweise nicht. Und deswegen auch keine große Position, ist einfach so. Die Kleckerbeträge, die irgendwie übrig bleiben, die werde ich da reinhauen, weil ein Stück ist jetzt nicht so teuer. Ihr seht, ein Stück kostet 2,47 €. Also wenn irgendwie mal 3 € rumliegen, da werde ich da jetzt nicht mehr den BlackRock von kaufen, sondern haue ich dann vielleicht in das da rein. Ne? So, Gladstone baue ich weiter aus. Ziel sind 160 Stück. Jetzt habe ich hier auf 127 hochinvestiert. Ihr seht es, einmal 1968, einmal 1171 sind einfach die Dividenden, die reingekommen sind bei Trading 212. Und dann sind wir bei 32,65 € und dann waren es die Sparpläne. Bei der Comdirect, da war einmal Apple, Johnson & Johnson, McDonald's, Microsoft, Pfizer, Procter & Gamble, 3M und Philip Morris. Und dann Philip Morris? Moment mal, das ist doch eigentlich Consorsbank. Stimmt. Ich habe noch 2 Sparpläne bei der Consorsbank. Die anderen habe ich jetzt mal pausiert, weil momentan Comdirect eine Aktion hat. Die haben wohl bemerkt, dass die anderen Fintech-Broker und alles, was es gibt, irgendwie attraktiver geworden sind. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt hauen wir mal 12 Monate kostenlose Sparpläne ran. Allerdings, kleines Problem, nur neue Sparpläne. Also nicht welche, die ausgesetzt waren oder nicht lange gespart haben, sondern wirklich neue, die ihr nie bespart habt bei der Comdirect. Also ich kann jetzt leider nicht Shell oder so besparen, was ich aber im Moment auch nicht möchte, aber so als Shell besparen, weil ich die hatte ich mal bei der Comdirect gehabt. Aber alle neuen, die ich noch nie bei Comdirect hatte, habe ich jetzt von der Consorsbank gestoppt und bei der Comdirect gestartet, weil ich mir einfach hier die 37 Cent Gebühren spare pro Sparplan, ne, bei 25 €. Und das sind dann auch ein paar Euro pro Monat, ne? Und wenn ich das über 10 Monate oder sorry, über 12 Monate laufen lasse, also, beziehungsweise ab jetzt schon bis Ende 2024 ist das nämlich, dann sind das, ne, mal locker so 50 €, die ich mir spare. Und das sind da schon mal wieder eine Aktie oder ein paar Aktien oder ein Anteil von irgendeiner Aktie. Finde ich schon mal ganz nett. Ne? Hinblick, ich wohne in der Schweiz, ich kann nicht Trade Republic nutzen, ich kann nicht irgendwie die Fintechs nutzen, die es in Deutschland gibt. Und deswegen kann ich leider keinen Broker ohne Gebühren haben. Ne? So, aber so kann ich es mir jetzt da machen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, unten ist ein Link. So, also, dann haben wir insgesamt investiert 231,92 €. Beziehungsweise 3,02 € Gebühren müssen wir noch abziehen, dann haben wir 228 und ihr seht hier 0, 0, 0, das ist das Schöne. Ich liebe 0 an Gebühren. Ja. 9,84 € soll das Ganze bringen, brutto, beziehungsweise 4,24%. Und ihr seht, allein schon der eine Sparplan und natürlich Trading 212 ist mega günstig. Ihr seht, fast 20 € und 3 Cent. Hier habe ich 25 € und 37 Cent, also das ist auch nur diesen Unterschied. Link ist auch unten. Kostenlose Aktie gibt es immer noch, wenn ihr ein neues Konto eröffnet. Ja, 1,3% Gebühren. Und dann gehen wir gleich weiter in die nächste Kalenderwoche und da haben wir dann gehabt die Sparpläne, die halt von der Consorsbank gekommen sind. Die habe ich vorgezogen einen Monat sozusagen. Eigentlich sollten die laufen da in der Woche, in der Kalenderwoche 46, wo auch schon Philip Morris gelaufen ist. Ist mir aber ein Fehler unterlaufen, also ein Fehler, wusste ich nicht, wurde ich mal wieder verarscht von den Terms and Conditions und weiß ich was, was ich natürlich nicht geahnt habe. Ich habe es mal irgendwann gehabt, aber das ist schon 3 Jahre her oder so. E.ON, ja, haben sie irgend so eine behinderte Gebühr für keine Ahnung was, irgendwas sich ausgedacht, ja, ich muss mal nachlesen, was das ist,
Dann haben sie mir 95 Cent da reingeballert als Gebühr. Natürlich komplett für ein A, ne? Könnte ich wieder ausrasten. Das heißt, Eon werde ich stoppen und wieder bei der Commerzbank starten, weil dann habe ich halt die 37 Cent dort. Beziehungsweise ich muss mal schauen, ob ich da irgendwie anrufen kann, mich da irgendwie befreien kann. Es gibt eine Möglichkeit, muss ich machen, bevor die nächste Sparplanausführung angemacht wird. Ne? Also das kotzt mich auf jeden Fall an, weil, schaut mal hier, ne? Nur diese 1,95 Cent hat es mir dann so ein bisschen verhagelt, aber gut, einmal, na, man zahlt Lehrgeld. Aber alle anderen, null waren gewesen, ne? Bis auf Eon. Und da ist jetzt halt neu bei der Comdirect sozusagen die Sparpläne und ich habe ein paar wiederbelebt. Also mit BlackRock, BAT, Canadian National Railway, Diageo habe ich wieder reingeholt, weil der Kurs so tief ist, dass ich sage, das ist attraktiv, das wieder zu besparen, weil die Position war auch noch nicht voll gewesen. Aeon, Japan Tobacco, Realty Income, Shin-Etsu, Tomra habe ich wieder reingenommen, weil auch da über 50% im Minus die Position ist und ich Tomra ist so Pfandflaschen, Automaten und Sortiersysteme wird es mehr und mehr geben mit dem ganzen Öko-Wahnsinn, den wir ja so haben, ne? Deswegen wird das auch laufen und deswegen habe ich es auch wieder im Sparplan. 249 investiert, 95, ja gut, konnte ich nicht machen, haben wir 9,64 € und dann haben wir noch gehabt bei Trading Toronto, habe ich noch Geld hier rumliegen haben auf einem Konto. Und dann habe ich nochmal Gladstone nachinvestiert, nochmal 12,99 € von irgendeiner Dividende, die rumlag, plus nochmal diese 165, die halt irgendwo rumgelegen sind. Und dann nochmal nachgelegt, dann haben wir jetzt 140,5 Stück. Und insgesamt haben wir dann investiert 428,17 € minus 1,22 Gebühren. Gut, das war jetzt aber, hier seht mal, 25 Cent Gebühren für 165 €, wo wir bei, ne, bei dem haben 37 Cent für 25 €, ne? Macht einen Unterschied, ne? Also insgesamt soll das bringen 27,54 € brutto, beziehungsweise 6,43%. Gebühren wegen dem 95 hier sind auf 0,28 gestiegen. Und ja, das waren die Einkäufe oder die Käufe in diesen 2 Kalenderwochen. Und wir haben damit auch unser Jahresziel erreicht. Zum dritten Mal dieses Jahr. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber wie gesagt, Zahnarzt muss ich jetzt gestern nach hinten. Also, ich kann es dir ja sagen, die 2 Zähne plus die 3 Schrauben und die Kontrolle und 3D-Scan und keine Ahnung was, haben mich knapp 2000 gekostet, ja, in Budapest. Ja, und das erste Ding waren irgendwie 800 gewesen und das letzte wird dann irgendwie 4000 sein. Ja? Also insgesamt werde ich irgendwie 8000 für die Kackbeißer ausgeben über dieses Jahr oder wie auch immer, wann ich dann fertig bin damit, bis es endlich mal wieder ordentlich hier aussieht im Maul, ne? Aber ja, deswegen hatte ich ja das Ziel eigentlich von 6,5 gehabt oder irgendwie sowas. Dann habe ich es auf 7,5, dann habe ich es auf 9 erhöht. Ja, jetzt schauen wir mal. Keine Ahnung, 10, ach, nein, ja, weiß ich nicht. Ich sage über gar nichts. So, dann gehen wir mal zu Portfolio Performance. So, und dann seht ihr auch hier oben rechts. Ja, kann man eigentlich End of Month machen, obwohl wir haben noch ein bisschen die Woche jetzt noch, 5 Tage oder 4 Tage, glaube ich. Wir haben die 96K geknackt, 96.449, also uns fehlen noch 3.600, ne, ungefähr, Packen, Zack, Quetschte, bis zu dem sechsstelligen. Ja. Ja, wird dieses Jahr nicht sein. Aber in guten Schritten aufs nächste Jahr gehen wir zu und hoffentlich werden wir das dann irgendwann im nächsten Jahr packen. Und, ah, da habe ich gesehen, das habe ich heute noch gar nicht gesehen, das ist zum ersten Mal. Wir haben die 10K geknackt im Delta, ne? Also Steigerung. Ihr seht, 86.405 investiert, 96.449 Wert, also 10.000, geil, die Grenze haben wir geknackt. Bestände, sieht es folgendermaßen aus. Immer noch in erster Position Shell, dann kommt Swiss Re, Apple, Allianz, der Luxor S&P 500 ETF und so weiter und so weiter. Dann haben wir Gladstone ist ein bisschen gewandert. Ihr seht, über 2.000 € die Position. Und ich muss halt noch, ich muss nicht, aber warum? Ich möchte noch auf 160 erhöhen, weil das wird mir dann bringen, die 10 € netto pro Monat. Plus, ich muss noch anderthalb Stück von Main Street Capital dazu holen. Und Main Street ist ja hier. Hier sind noch 4.000 die Position. Damit ich dort 20 € netto jeden Monat bekomme und ich mich habe so einen kleinen Puffer, damit halt auch die Währungskurse oder die Umrechnungskurse oder Dividenden mir das nicht kaputt machen und ich dann irgendwie einmal 19,99 oder 9,98 bekomme. Deswegen so ein bisschen mehr. Also vielleicht wären es 110 bei Main Street und vielleicht wären es 162 oder 165 bei Gladstone Capital, Gladstone Investment. Aber ja, das ist so der Ballpark, wo ich hin muss. Das heißt, da wird so ein bisschen Geld rein und dann werden die Positionen gestoppt, weil dann kommen 30 € rein und diese 30 € werden auf die Titel verteilt, die ich bei Trading 212 habe. Ja? Wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich vielleicht ein separates Video mal über Trading 212, wie das ist schon lange her, dass ich eins gemacht habe. Nur damit ihr seht, wie die Oberfläche so ist, weil es ist wirklich geil. Ja? Vor allem, sie haben so ein Social Feature, was ich super cool finde, wo Leute Fragen stellen können.
Und Leute einander helfen. Ist echt cool. Also vor allem die, die neu anfangen, die, die ein bisschen länger dabei sind, die können denen helfen und finde ich sehr, sehr geil. Ja? Aber pff, müsst ihr wissen. Also, sieht das Ganze aus. Wo ist die Tausender-Marke? Die ist, Holcim ist knapp drunter. Wieso ist denn Holcim so weit unten? Achso, ich habe nur 12,5 Stück. Aber Holcim wird auch nachgelegt mit der Dividende, die nächstes Jahr kommt. Weil ich handhabe das, ja, das machen wir später. Ja. Aber das wird auch ein bisschen weiter wachsen. Also Holcim ist knapp drunter, Rio Tinto ist knapp drüber und die 500er Marke ist, Kalida ist knapp drüber und Tencent ist drunter. So, dann Branchenaufteilung. Da sehen wir das. 91,16 in Aktien, der Rest 8,84 in ETFs. Finanzen 25, so, 27,87. Wow, das ist schon ein bisschen holla, holla die Waldfee, ne? Ja, schon sehr viel in Finanzen. Ich glaube, das muss ich dann wirklich dann reduzieren. Aber weil ich werde ja nicht mehr in Main Street und Gladstone investieren, deswegen wird das weniger werden. Und dann müssen wir uns mal die anderen halt vornehmen, damit die wieder wachsen, ne? Weil das ist schon ein großer Batzen, ne? Ein Viertel, über ein Viertel in Finanzen. Konsum ist fast ein Viertel, 24. Dann Tech ist 9, Rohstoffe 9,84, also die sind 9,25, sorry, und 9,84. Dann haben wir die Immobilien hier so und ja, ich glaube, ich muss wieder ein bisschen weiter ausfächern das Ganze, ne? Nordamerika 57,74% ist gewachsen. Ja. Europa sind es noch 38,99%. Davon ist Deutschland 12,56%, Großbritannien 15,74% und die Schweiz 8,23%. Auch das soll alles noch wachsen, vor allem die Schweiz. Rest noch ein bisschen Asien und Anlagekategorien: ETFs 8,73%, Krypto 2% und Aktien 89,25%. So, ja, das war's gewesen. Ich bedanke mich bei euch, wünsche noch einen schönen Tag, bleibt gesund und Jahresendrallye hat gestartet. Ja, wir haben jetzt noch einen Monat und was haben wir? Und 4 Tage. Ja, also 35 Tage können wir noch ein bisschen Attacke machen, Wochen in Amt gezogen und dann schauen wir mal, wo das Ende ist und wo wir dann landen werden. Toi, toi, toi für uns alle. Also, bis dann, Peace, ciao.